oder Sturm oder Wind. Und der Ausgangspunkt für diese blaue Serie, weil das schon erwähnt worden ist, dass der Bruno Wildbach jetzt plötzlich blau macht, ist wirklich auch eine Ausstellung, die mittlerweile 3 Jahre zurückliegt. Das war eine Ausstellung im Kunsthaus Mürz, da ist er eingeladen worden. Eine Menge Künstlerinnen eingeladen waren, zu einem Lied von Bob Dylan neue Kunstwerke zu schaffen. Das Lied von Bob Dylan hieß damals Not Dark Yet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, eines seiner Meisterwerke. Der Refrain, es ist immer die gleiche Hookline, die wiederkommt, und der Refrain lautet ganz, ganz sachlich: It's not dark yet, but we're getting there. Also es ist natürlich ganz finster, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. Das war das Konzept, entstanden vor Trump so circa. Seither ist sehr, sehr viel passiert. Und der Bruno Wildbach hat sich dieses Lied angehört und dann kam ihm ein anderes in den Sinn, weil er jedes Mal, wenn er Bilder malt, hört er Musik im Hintergrund, und das war It's a Hard Rain's Gonna Fall, eines der legendären Dylan-Stücke von seinem 2. Album. Also es geht um diesen harten Regen, der niederkommt. Und jetzt bin ich wieder beim Wetter. Und ich sage mal, beim Kunst aus Mürz waren es die Vorläufer von diesen Monotypien, die Sie im Hintergrund sehen. Damals hießen sie wirklich Hard Rain, und aus dieser Serie entstand die nächste Serie, und die waren alle in diesen Blautönen gehalten. Die haben auf den ersten Blick so gut wie nichts miteinander zu tun. Aber der Josef Beuys hat 1981 im Basler Tagesanzeiger auf eigene Kosten eine Zeichnung von einer Wolke veröffentlicht. Interessanterweise eine rote Wolke. Und da hat er reingeschrieben: Was bringt die Wolke? In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Abend.